Verbrannte Leiche eines Opfers liegt noch vor dem Haus, während Helfer sich um den angeschossenen Amokläufer kümmern. Der 51-Jährige war plötzlich mit einem Küchenmesser von seinem Balkon gesprungen und auf den Spaziergänger losgegangen. Er ließ den Mann im Schnee verbluten, kehrte zurück in seine Wohnung. Es kam eine Frau hinzu, auch eine